Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter war am Mittwoch zu Besuch bei der TZ. Händeschütteln mit den Chefs und Mitarbeitern, den Machern der Zeitung über die Schulter schauen. Nicht zum ersten Mal besuchte der OB das Pressehaus, doch das erste Mal, seitdem es die neuen Redaktionsräume gibt. Na, es hat sich schon einiges verändert, seit ich dem letzten Mal hier war. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war Ende 2015. Also es ist hier jedenfalls eine sehr, sehr luftige Atmosphäre. Ich glaube, dass sich hier gut arbeiten lässt. Insbesondere merkt man halt, dass dieses Zusammenwachsen einfach eine Rolle spielt, der beiden Blätter und auch der Redaktionen untereinander. Auch für den OB ist es interessant zu sehen, wie und wo die TZ eigentlich entsteht. Es ist schon spannend, wenn man mal so aus der Insider-Sicht der Zeitungsmacher tatsächlich auch Beweggründe sieht, was auf der Titelseite steht, was nicht. Und privat, also meine Mutter liest seit vielen, vielen Jahrzehnten nur eine Zeitung, das ist die TZ. Das ist jetzt keine offenkundige Werbung, die ich in jeder Anzeigenredaktion mache, sondern es ist halt so. Und ich glaube, dass die TZ sich schon gut entwickelt hat in dieser Stadt. Doch liest Dieter Reiter selbst auch die TZ? Jeden Tag. Ich muss allerdings zugeben, dass ich viele Zeitungen jeden Tag lese. Das gehört zu meiner Aufgabe einfach dazu. Trotz vieler Aufgaben und einem engen Terminkalender ließ es sich der Oberbürgermeister nicht nehmen, noch einen kurzen Besuch in die Online-Redaktion zu machen. Schließlich sitzt die direkt nebenan.